So, dann geben wir dem Affen auch nochmal Zucker. Oh, das könnte Werkzeug. Ja. Ja. Das da in der Mitte bin ich mir halt noch nicht sicher. Also was sie in der Hand hat, ist halt eine Säge. Das könnte halt wirklich einfach dann das Wort für Werkzeug sein. Aber das für negativ verwirrt mich da drin irgendwie. Warum ich da jetzt rausgegangen bin, weiß ich nicht. Das war totaler Unfug. Aber wir können jetzt was machen, ne? Okay, warte. Das wird das sein. Das ist das. Und das ist das. Bam. So. Das ist Waffe, das ist Tragen, Besitzen. Okay, es ist tatsächlich was negativ notiert. Es ist einfach eine Beleidigung. Es ist Dummkopf. Okay. So, und was war jetzt das Wort für Werkzeug, was ich noch gesucht habe? Das kann eigentlich nur noch das sein, ne? Eine Waffe, der Krieger trägt? Das macht keinen Sinn. Ich meine, das ist die richtige Lösung, aber das macht grammatikalisch halt gar keinen Sinn. Okay, die Frage ist, womit kommen wir da jetzt hin? Also, kommen wir irgendwo... Weiß ich, kommen wir hier noch weiter? Ne, da kommen wir ja her. Soll wohl ein Gedicht werden, wodurch sich die Grammatik verschiebt? Ja, weiß ich noch nicht. So, finden wir jetzt noch einen Schritt weiter. Die Barden lieben Schönheit. Krieger lieben Waffen. Die Krieger sind dumm. Ah ja, sie... Okay. Sie haben halt keine Adjektive. Sie machen halt ein Substantiv in Verbindung mit sein zu einem Adjektiv. Interesting. Kann man auf jeden Fall machen. Schon mal gut zu wissen. So, aber ich muss doch noch irgendwo irgendwas machen können. Also ich muss ja irgendwo noch weiter. Wir müssten auch irgendwo mal safe einen Wegpunkt finden, oder? Also hier geht nach wie vor nichts. Also halt gar nichts. Oh, warte, kann ich hier weiterlaufen? Oh, okay. Das sah halt einfach so aus, als wäre hier zu. Und nicht, als könnte ich da drunter. Ich habe gedacht, hier ist halt eine Wand. Also hier sieht man das Regal noch und dann ist hier einfach eine Wand. Aber man, es ist einfach nur so ein Querbalken und man kann da drunter durchlaufen. Okay. Dann macht das alles Sinn. Ah, hier ist nämlich auch der Teleporter. Das habe ich gesucht. Hier ist ein Puzzle, wie es aussieht. So, dank meiner jahrelangen Wimmelbilderfahrung. Ich habe dich gesucht. Du hast mich gefunden. Durchsuchen. Ich durfte. Ja. Ich bin mir da relativ sicher, dass das das ist. Schreib das doch mal in dein Buch. Und dann würde ich das gerne da einsetzen.
Du. Ich. Wo ist es? Suchen. Finden. Easy. Finden, suchen wollen, du, ich. Okay. Dann einmal einen Teleporter aktivieren. Oder einen Wegpunkt, eher gesagt. Sehr gut. Du hast keinen Gesprächspartner, okay. Nun gut. Moment, ich gehe da nochmal rein. Einmal nur mal. Okay, das sind doch nur die beiden Hotspots. Nur sicher gehen, dass wir nichts übersehen. Und dann gehen wir mal hier weiter. Zumindest muss ich hier nicht sneaken, das ist schon mal gut. Ah, okay. Die Person. Na, entweder baut sie Instrumente oder sie repariert Instrumente. Warte. Das ist Musik. Das ist Instrument. Das ist die falsche Person. So, es geht um Instrument, Musik, Komödie. Okay, lag ich mit Schauspieltheater jetzt nicht so sehr daneben. Okay, okay. Also, krass, ey, wir haben jetzt in nicht mal 40 Minuten voll viel rausgefunden. Das sind einfach viel, einfach 20 Glyphen, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Na, ist ordentlich. Das ist noch ein neues Gebiet, ne? Ah, okay. Kann ich zu der Person rein? Nee, ne? Sieht nicht so aus, aber ich kann hier noch weiter. Hier ist eine Tür, die von der anderen Seite verschlossen ist und da ist ein Hebel. Das ist noch ein neues Symbol. Das scheint auch eine neue Art Wort zu sein, weil was mit einem Punkt unten hatten wir hier noch nicht. Könnte eine Aufforderung darstellen. Ich kann damit offenbar irgendwas machen. Also es könnte sowas heißen wie Vorsicht oder sowas. Und der Punkt darunter symbolisiert sowas wie ein Ausrufezeichen. Maybe. Muss aber nicht. Ganz viele Symbole. Ah, das ist das gleiche normal, ne? Ja, okay. Ist da überall das gleiche Symbol drin? Dann wird es nicht sowas wie Vorsicht heißen. Okay, das ist schon auch einfach das gleiche Symbol normal, ne? Ja, okay. Dann sind es gar nicht ganz viele, dann sind es einfach nur zwei. Und es ist auch noch zweimal das gleiche. Nun, aber ich kann mit euch sprechen und ihr guckt total gebannt auf den Pissbach. Okay. Also die haben... What? Mein Problem ist, dieser Satz kein Verb. Okay, aber die... Denen ist offenbar irgendwas darunter gefallen. Okay, eine Münze offenbar. Oder sowas in die Richtung. Ah, und das heißt dann nicht ich, sondern halt meine. Und sie sagt, ah, meine Münze, meine Münze.
suchst du die Münze bitte, so ungefähr. Also kannst du helfen, da ranzukommen. Okay, got it. Vielleicht ist das auch keine Münze, sondern ein Medaillon oder keine Ahnung was. Aber okay. Kamera? Danke. Nein, wollte da nicht hin. Dann mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Tatsächlich nicht. Das ist doch nicht wahr. Dann gehen wir mal da lang. Okay, da sind zwei Schilder. Da ist noch eine Tür. Ich kann mit dir sprechen und ich kann eventuell das Boot benutzen. Okay, das sind drei ganz neue Sachen. Oh, das könnte auch dann das Zeichen für irgendein Gebiet sein. Mit einem Punkt drunter, weil das hier jetzt so auf dem Wegweiser ist. Da ist zweimal das gleiche Symbol vor, okay. Interesting. Vielleicht steht das für Fähre oder so. Fähre dahin, Fähre dahin. Oh wow, hier geht ultra viel. Ah, lass mich raten, ich muss die ganzen Werkzeuge einsammeln und sie da wieder ranhängen. Das ist jetzt halt nicht so spannend, aber kann man halt auch mal die Werkstatt aufräumen. Oh, warte, ich kann immer nur einen Teil in der Hand haben und die anderen Sachen lege ich wieder weg. Das ist ja Unfug. Kann ich das Ding da nicht einsetzen? Okay, heißt dann das Ding ganz stumpf Hammer und das Ding wäre Zange und das kaputte ist Säge. Hier ist Plural, das sind halt mehrere Zangen, macht Sinn. Ja, und dann kann ich bestimmt mit der anderen Person sprechen und muss der Werkzeug bringen. Aha, aber ich habe das Symbol für Säge doch gar nicht. Also ich habe es legit nicht, oder? Weil das hier ist ja kaputt. Aber, warte. Ich kann wahrscheinlich mit der Person draußen sprechen und die wird's mir maybe sagen. Moin Knolle. Ja, okay, du brauchst einen Hammer. Ja, ich hol dir einen Hammer. Easy. Also, nur so pro forma. Wir wissen, dit ist Hammer, dit ist Zange, dit wird nicht Säge sein. Das würde alles nicht passen. Also ich bin mir sehr sicher, dass uns das Wort einfach fehlt. Nicht. Wo haben wir denn das Wort schon mal gehabt? Das muss ja auch eine Weile her sein. Wer hat denn schon mal von der Säge... Oh! Nee, warte. Das war in dem Kasten. Das war in dem einen Spielkasten von dem Affen. Den Text hätte ich jetzt gern nochmal. Ich dachte, das wäre Werkzeug gewesen. Hatte ich da nicht Werkzeug eingetragen? Offenbar nicht. Aber okay, wir haben den Hammer. Fein. Einen Hammer, du kannst suchen? Ich kann. Nice.
Okay, das. Das könnte jetzt das Gegenteil von dumm sein. Wo hatten wir Dummkopf? Hier. Ich trage da mal clever ein. Könnte auch hilfreich sein. Er macht mir auf jeden Fall ein Kompliment. Safe call. Gehen du kannst. Ah ja. Und na dann, mach ich das doch. Das war eine spannende Überfahrt. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay, eine Tür. Nun. Eine Menge Leute, mit denen ich nicht reden kann. Da ist ein Wegweiser und wir haben drei Türen gleich, okay. Okay, das erste Zeichen ist bei allen drei, Entschuldigung, ist bei allen drei gleich. Es wird nicht Fähre heißen. Es könnte halt Richtung oder Weg heißen. Oder sowas wie zum. Oder es könnte auf ein Gebäude hindeuten. Oder einfach sagen... Ja, wir müssten mal gucken, was sich da verbirgt hinter. Okay, die sind auf jeden Fall bumsvoll. I guess. Ja, okay. Ja, ich glaube, clever ist noch nicht so das Richtige, aber die Vermutung reicht, um es da irgendwie reinzupacken. Magst du Komödien? Oh, okay, dann ist das hier wahrscheinlich das Theater. I guess. Du möchtest irgendwas haben. Ah, du möchtest wahrscheinlich das Geld haben. Ich muss Eintritt zahlen, nehme ich an. Oder ich kann mich da unten rein sneaken, das kann natürlich auch sein. Okay, aber ich würde mal vermuten, das ist dann einfach Theater. Das würde Sinn machen. Ich weiß noch nicht, was das erste ist. Das war halt an dem Atrium und der Kanalisation dran. Aber ich bin mir noch nicht 100% sicher, was damit gemeint ist. Oh, da kann ich auch runter. Ah ne, da sind wir einfach hochgekommen, ne? Das ist das, wo wir herkommen? Ist das das, wo wir herkommen? Nee, ne? In Wirklichkeit nicht. Mal gucken, vielleicht kommen wir hier in die Münze. Oder an den Hebel. Gott, ich werde mich so verlaufen, ne? Ratten. Okay, hier sind auch einfach die Türen zu. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das ist schon mal gut. Vorerst zumindest. Weniger Optionen ist grundsätzlich nicht. Oh Gott, aber hier kann ich gleich in drei Richtungen. Na, danke auch. Ich gucke erstmal, ob ich irgendwo anders lang komme. Wo es, also ob es irgendwas gibt, was sich weniger verzweigt. Guck mal, das geht nur in eine Richtung. Da ist nochmal das Symbol. Da
Kämen wir dahin? Warte. Okay, ich habe jetzt erfolgreich die Orientierung verloren. Oh, warte, wir sind hier einfach im Kreis gelaufen, richtig? Okay. Da durch? Okay. Ah, okay, und das ist der Laden. Da waren wir auch schon. Da will ich aber gar nicht hin. Prinzipiell wollen wir zu dem Ding, wo die Münze liegt. Aber ich habe halt... Na, sieh mal einer an. Die Menschen des Klosters sind frei. Okay, das kann ich doch selbst übersetzen, oder? Schreib mal was auf. Yes. So, ich brauche aber bitte nochmal den Spaß. So, das wird das Zeichen für Mensch sein. Das ist das für Kloster. Und das dürfte frei sein. Dann wäre das Mensch. Das wäre Kloster und das wäre frei. Korrekt, korrekt, korrekt. Festung. Okay. Die Menschen der Festung. Okay. Wo wir das Ding herkriegen, ne? Das ist jetzt schon, glaube ich, die dritte Tür mit dem Teil. Aber das hat uns gut weitergeholfen. Auf jeden Fall. Uns fehlen in dem Alphabet nur noch 15 Zeichen. Also beziehungsweise es fehlen noch 7 und 15 müssen wir nur übersetzen, sagen wir es so. Das heißt, wir haben eine Menge gesehen. Ich habe mich trotzdem total verlaufen. Just saying. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich bin. Ich würde auch gerne noch zu dem Ding mit dem Hebel kommen, wo wir vorhin an der anderen Seite standen und nicht durch konnten. Aber grundlegend würde ich hier erstmal gern wieder raus. Oder ich finde einfach noch eine Location, in der wir nicht waren. Okay. Scheint so, als wären die Baden nicht alle das superglückliche Volk. Okay, wir können uns aber relativ sicher sein, dass das hier... Und das hier auch Gebäude sind. Ich weiß nur nicht, was was ist.
Das könnte halt Hafen sein. Aber Hafen macht keinen Sinn dafür, dass da ein Boot ist. Oder halt Anleger oder so. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Aber da könnten wir einfach mal hingehen. Falls wir hier jemals rauskommen. Das könnte halt auch einfach Aquädukt oder so sein. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Das könnte halt genauso gut Kanalisation oder irgendwie so heißen, keine Ahnung. Aber in der Kanalisation sind wir, da macht es keinen Sinn, dass die ausgewiesen ist. Und ich denke, das wird wirklich einfach nur... Heißt das Richtung? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich trage es erstmal pro forma ein. Oh, aber wir sind wieder an unserem Einstiegspunkt, I guess. Sehen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hin und finden wahrscheinlich raus, was das andere Zeichen heißt. Okay, die sind beide neu, glaube ich, ne? Auch das sind Locations. Hatten wir Turm? Tempel? Weiß ich nicht. Wäre jetzt mein Guess, davon sehe ich zu wenig. Oh Gott, drei Richtungen, okay. Na, schauen wir mal. Okay. Wenn ich nach irgendwas Speziellem suche, bin ich ein Dummkopf. Ich weiß nicht, ob ich nach irgendwas suche. Oh, das ist tatsächlich ein Abbild von dem Turm, oder? Also das ist ja auch bei den... Das sind ja die Ebenen. Auch bei dem Quick Travel. Ist das ja... Das Kloster kommt zuerst, dann kommt die Festung. Und auf der Ebene sind wir jetzt. Oh Gott, da geht's auch nochmal raus. Okay, wenn ich nach irgendwas sage, dann... nach irgendwas suche, dann bin ich kein Dummkopf, aber dann brauche ich eine Münze. Er fragt sie, ob ich eine Münze habe. Ja, es könnte halt auch ganz stumpf irgendwie nach Erlösung oder Antwort oder keine Ahnung was sein, was das Symbol heißt. Okay. Wo geht's hier hin? Okay, da fehlt uns ein Puzzleteil. Das sieht erstaunlich nach uns aus, just saying. Und das sieht erstaunlich nach was aus, dem ich nicht begegnen möchte. Gut, wo geht's hier hin? Okay, Mühle. Das ist Weg. Das ist das. So, jetzt weiß ich ja aber nicht, das ist wahrscheinlich das Theater, I guess. Das ist das Aquädukt und dann wird das das sein. Yes. Okay, Windmühle, Theater, Agora. Okay, was auch immer.